So. Peace Naturals, Leute. Kannst du es das bisschen, ja, was ich kenn? Es riecht einfach so gut, oh, wenn es verbrennt. So. Baume jeden da ganz bliff. Das ist ein Grinder für Männerhände. Ich bin ein bisschen grobmotorisch. So, da habe ich schon mal etwas vorbereitet. Frei mich fast ein bisschen raus, steh mir, rauch's einfach gern. Nur mal. Ganja ist das Beste, was ich kenn. Es riecht schon so saugut, wenn es verbrennt. Ich baue mir jeden Tag ans Bliff. Mir geht's einfach gut, mir geht's einfach gut, wenn ich kiff. Ganja ist das Beste, was ich hab. Und ich hoffe, ich pflanze irgendwann aufs Grab. Ich freu mich fast ein bisschen los, steh mir auch's einfach gern. Hey Doktor, sag mal, was ist los mit mir? Ich kann die ganze Nacht nicht schlafen, ich dreh mich bloß hin und her. Ich glaub, ich bin depressiv, ich kann den ganzen Tag reden. Ich kann nicht mehr sehen und ich mag nicht mehr hören. Der Doktor kommt, kann man gleich und er verschreibt mein Rezept. Am ganzen Sofa, Pillen, dann fahr er mit seinem Porsche weg. Hey Leute, wirklich, du willst nicht mehr. Servus und hallo bei einer Dope-Show. Folge 5a. Ist mir abnehmen. Pace, so. Ernst, Babystamm, jawohl, immer noch, vom 19.12. bis zum 26.12.93. Oh, das war eine harte Zeit damals, kann mich erinnern. Diese Woche verlief für mich ziemlich normal bis zum 24.12. An diesem Tag kam mir so einiges hoch, denn am 24.12.91, also 2 Jahre davor, verlor ich durch einen unverschuldet einen lieben Menschen. Wie und weshalb will ich hier nicht niederschreiben. Auf alle Fälle ging es mir damit beschissen. Die Bescherung aber war sehr erheiternd und lenkte mich von diesem schlimmen Erlebnis ab. Ab diesem Punkt ging es gefühlsmäßig bergauf. Ab Samstag fand ich Gefallen an Weihnachten. Sonntag der absolute Höhepunkt. Was mir aber fehlt, ist eine Beziehung. Über Weihnachten hat man gezeigt, dass ich alleine bin. Mittlerweile habe ich erkannt, dass das mit ein Grund meiner Drogensucht ist. Aber ich glaube, ich werde hier niemanden finden. Zumindest jetzt noch nicht. Gut, und jetzt fängt die Nervosität vor der Stammaufnahme am nächsten Dienstag an. Ja, das war meine letzte Babystammwoche. Also so beim Babystamm sind meistens so 4-5 Wochen gewesen. War das so, dass die erste Woche kriegt man keine Konflikte und nichts, da wird man in Ruhe gelassen, damit man sich das Ganze mal anschauen kann. Ab Woche 2 wird man dann auch mal mit in die Mitte gezogen und hat aber seinen großen Bruder daneben, der einen verteidigt ein bisschen. Also der hilft einem bei dem Ganzen. Man muss da nicht alleine sitzen und sich den ganzen Quark antun oder den Konflikt selbst lösen, sondern man hat Unterstützung. Später ist das anders, macht ja auch Sinn. Sonst könnte man ja keine Konflikte lösen, sondern wird immer gleich reinhauen oder wäre immer das Opfer. Eins von beiden. Niemals gibt es das aber so, dass man nur Opfer ist oder nur Täter ist. Meistens ist man beides zeitgleich. Darüber müsst ihr mal ein bisschen nachdenken. Vielleicht versteht ihr das sogar oder kennt es selber oder seid alt genug, dass ihr das einfach schon wisst. Ja, das war halt Weihnachten in einer Therapieumgebung. Ich war noch nicht lange da. Das heißt, Kontaktsperre nach außen. Keinen Kontakt zu den Eltern, keine Karte schicken, keine Karte bekommen, keinen Anruf bekommen, kein Gespräch mit der Familie, kein Drücken, gar nichts. Sondern mit der Ersatzfamilie. Wir haben dort gefeiert. Es gab da so ein großes Buffet. Wir besaßen in dem großen Plenarsaal. Ich blende mal ein Foto ein von etwas entfernt, weil ich natürlich nicht jeden anonymisieren kann. Es sind viel zu viele Leute gewesen. Und ich möchte aber auch niemandem zu nahe treten, deswegen ist es ziemlich weit weg. Und ja, so sah die Bescherung aus. Jupp, und so sah ich aus. Und ja, die Stammaufnahme war natürlich auch nochmal etwas. Da kommt man in Klausur. Klausur bedeutet, man kommt in so einen kleinen Raum rein.
Da bleibt man über Nacht drin, hat mit niemandem Kontakt, außer mit, glaube ich, dem großen Bruder oder Schwester, die einem Essen und Trinken bringt, und mit dem Babypaar oder Babyma. Was das ist, erzähle ich später, weil ich war das kurzzeitig mal. In einer der nachfolgenden Sendungen könnt ihr euch das dann anschauen. Das Ding ist, ich saß da drin, habe darüber nachgedacht und ich musste die Philosophie auswendig lernen. Die kann ich heute nicht mehr, vielleicht fällt sie mir im Laufe der Zeit wieder ein. Ich weiß nur noch, sie fing so an, ich bin hier, weil es letztlich kein Entkommen von mir selbst gibt. Das war so der erste Satz, der mir noch einfällt. Sobald mir die anderen einfallen, vielleicht kriege ich es mal irgendwann wieder ganz hin, dann sage ich es immer auf. Fakt ist, es war nicht schlecht geschrieben, es kam von den anonymen Alkoholikern, soweit ich weiß. Ihr braucht gar nicht googeln, ich habe es versucht, Google findet es nicht, nur in Englisch und vielleicht übersetze ich es einfach einmal. Ja, Fakt ist, dass es halt darum ging, dass man unter den Augen der anderen Fehler macht. Das ist normal, jeder Mensch macht Fehler, wie man mit diesen Fehlern umgeht und den anderen die Chance gibt, gespiegelt zu werden. In diesem großen Plenum sitzt du da drin und jemand sagt, hey Ernst, komm mal mit in die Mitte, wo es ist, du hast gestern vor der Zeit eine Kippe angezündet, jetzt geht mein Wecker an. Es ist 12 und 12 muss ich immer meine Tablette nehmen. Ja, ich habe ja Fibromyalgie. Wie ich öfter gesagt habe, und ich vermute, es kommt von den Dreckstoffen. Von den Dreckstoffen von damals, die da reingesteckt waren. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, also das Weihnachten halt. Ja, da habe ich halt echt mal was erlebt gehabt, das wollte ich da halt auch nicht niederschreiben. Das hat was mit Verlust zu tun, dass jemand, der mir sehr nahe stand, verstorben ist und an einer Überdosis auch. Und das hat mich halt schon runtergezogen, was Weihnachten war. An einem Weihnachten ist das passiert gewesen. Und zu diesem Zeitpunkt war ich halt dann noch sehr nah dran, logischerweise. Es ist gerade einmal 2 Jahre her gewesen, dazwischen drin war ich im Gefängnis, wo sehr viel passiert ist. Und ja, plötzlich hat man auch nichts, man hat ja nichts zum Watte abstumpfen, damit man halt das nicht an sich ranlassen kann, sondern man muss das durchleben. Was auch nicht so schlimm war. Es hat mir halt auch gezeigt, dass ich Verlustängste habe, dass ich weiß auch, dass ich ein Problem mit Vertrauen habe durch meine Vergangenheit. Ah, die Nummer da mit dem Verraten, habe ich ja schon öfter jetzt drüber gesprochen. Das hat mich halt dann schon auch runtergezogen und das hat mich auch mitgenommen, dass ich niemandem vertrauen kann. Ich vertraue meiner Partnerin. Aus. Meiner Familie. Aus. Niemanden anderes. Es braucht sehr viel, dass ich da ein bisschen Vertrauen aufbaue und dieses bisschen Vertrauen ist dann auch sehr fragil. Also, ja. Das hat es wahrscheinlich gebraucht, damit ich das erkenne, damit ich das nicht mit Drogen zumache. Weil, ja, ich durch die Tabletten, die ich verschrieben bekomme, und Berlin, das ist ja so easy, irgendwas zu bekommen. Ja, wenn ich wollte, könnte ich, aber ich will gar nicht. Das ist eigentlich ein Beweis dafür, dass Cannabis definitiv keine Einstiegsdroge ist, sondern eine Ausstiegsdroge. Wenn schon überhaupt. Eine Stiegsdroge, ich würde mal sagen, es ist eine Rauchdroge oder eine Vaporisierungsdroge. Das ist auch nicht schlecht. Und ich finde, wir sollten bei uns in den Schulen tatsächlich Unterrichtsstunden haben, wo den Schülern beigebracht wird, wie man risikoarm Drogen konsumiert, wenn schon überhaupt man welche konsumieren möchte. Und das ist einfach so, ja, ich nehme halt einmal. Weil, das muss ich jetzt mal erzählen. Als ich 18 war, habe ich das Kiffen angefangen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie es geht. Die Kumpels um mich herum, die haben zwar alle schon seit einem Jahr gekifft, aber wer geht denn da hin und macht sich da von denen zum Nappel? Du kannst dir vorstellen, dass die Älteren einen erst einmal so richtig schön abfüllen. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, das werde ich nicht tun. Ja, und dann hat halt Jan, hi Jan, falls du das jetzt siehst, ich werde deinen Nachnamen niemals sagen, Jan D.,
Und Thomas N. hat uns besorgt. Wir haben dann 50 Mark jeder hingelegt. Nee, insgesamt 50 Mark hingelegt. Das waren 5 Gramm oder 4. Ich denke mal, es waren bloß 2,5. Aber für für 4 Leute waren 2,5 schon genug. Also jeder hat so sein Stück gehabt und hat halt da einfach mal so die Hälfte in einem Treibblatt rein gebaut. Wir hatten echt null Ahnung, eine Zigarette und dann, also ich denke mal, ein halbes Gramm gutes Hasch habe ich da drauf gestreut und habe das zusammengerollt, beziehungsweise habe der andere gemacht, weil ich halt keine Ahnung hatte. Und hat ja dann mein Treibblatt alleine geraucht. Bingo! Ich war halt jenseits von Gut und Böse, aber es war ein sehr lustiger Abend. Wir haben halt wirklich gelacht. Es war spaßig und ab da habe ich halt dann erst einmal Finger weg, weil das war schon sehr heftig. Später haben wir halt dann, ich glaube, alle 4 Wochen eingeraucht und da haben wir nur so viel reingemacht, das hat man nicht einmal sehen können, so wenig war das. Weil das Hasch damals war einfach total stark. Also haben wir halt so weniger gebraucht. Später, als ich dann selber chronisch geraucht habe, also täglich und massiv, habe ich dann am Tag ungefähr 1 Gramm Hasch weggeraucht. Das hat damals gekostet knapp 10 Mark. Heute wären es 5 Euro, wenn man so zurückrechnet in die Zeit. Aber es war auch kaum gestreckt. Also ich habe wirklich eine Quelle gehabt, wo ich so richtig gutes Zeug herkriegen habe können. Und das war schon immer das Ausschlaggebende. Wolltest du einen Markt übernehmen, hast du das bessere Zeug gehabt und das günstiger als den gestreckten Scheiß, den die anderen verkaufen. Ratzfass hast du den Markt übernommen. So einfach war das immer. Also wenn ich die Schnauze voll gehabt habe und es einen Scheiß gab, dann bin ich angekommen mit einem richtig guten Zeug und habe das günstig verkauft. Und so machen es die anderen heute, die Großen, ja auch, die organisierten alle. Wenn die irgendwo einen Markt überschwemmen wollen, dann wird es halt einfach sehr billig und sehr gut. Die Leute kommen dann schon, die es kaufen. Von ganz alleine. Man muss nichts dafür tun. Und das ist halt auch das, was ich irgendwie der Regierung vorschmeiß, durch ihre Repression früher. Ich bin ein Repressionsopfer, kannst du sagen. Ja. Die Hilfe ist Angebote, ja. Aber jemanden zu zwingen dahin, das bringt doch nichts. Das bringt erst was, wenn derjenige von sich aus nicht mehr mag. Und da muss man den Zugang niedrigschwellig halten, damit derjenige da auch hinkommt. Gibt's lieber ein bisschen mehr Geld für die Drogenberatungen aus, damit die Streetworker einstellen können und rausschicken auf die Straße, wo die Leute sind. Und nicht denken, dass man das von alleine weiß. Woher soll denn jemand das wissen? Man rutscht doch da rein. Man rutscht da richtig rein. Man kann gar nicht anders. Wenn du das erste Mal in deinem Leben körperlich abhängig bist und weißt, was das bedeutet, dass die Substanz dich zwingt, irgendwas zu machen. Also, du glaubst denn nicht im Ernst, dass irgendeiner freiwillig sich einen Bommel mit Pulver in den Arsch steckt? Dass der Spaß macht? Oder der immer wieder rauszieht und ein bisschen was rausnimmt, zuschweißt und wieder noch reinschiebt? Mitten auf der Straße. Meinst du, der macht Spaß? Oder mit einer Nadel, wo du nicht ganz sicher bist, ob die im Dreck liegen ist, ob das Wasser sauber ist, was du benutzt hast und dir das dann in den Arm schiebst. Meinst du, das macht man gerne? Nee. Das machst du nur aus der Not heraus, weil es gar nicht anders geht. Ich kann vom Glück sagen, als ich angefangen habe mit der Spritzerei, dass ich dann da schon Kontakt hatte zu Controps. In Bayern sind die sehr bekannt. Controps ist eine sehr gute Drogenberatung, die haben auch gute Therapiestellen. Und ich finde es so furchtbar schade, dass aufgrund der Sparmaßnahmen so viele Therapien haben zumachen müssen. Es gibt noch genug Süchtige. Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommt, dass man da irgendwo Geld einsparen muss. Man muss bloß aufhören, die Leute hinzuzwingen, sondern freiwillig hingehen lassen. Ja? Wenn man die Abgabe reguliert, sodass der Schwarzmarkt keinen Cent dran verdient. Hirngespinste von wegen, die gehen dann auch in die Jugendlichen, ist ein Quatsch. Warum? Weil jeder selber denken kann und jeder selber weiß, möchte ich das nehmen oder nicht. Gibt es den jungen Leuten eine Chance, Geld zu verdienen, dann ist das gar nicht so verführerisch, Drogen zu verkaufen. Und Freizeitangebote, die Jugend braucht Freizeitangebote. Daran liegt es halt einfach. Und nicht daran, dass einer Liebeskummer hat und nicht damit umgehen kann. Selbstverständlich können sie damit umgehen. Liebeskummer ist sehr nah an so einem Entzug übrigens dran. Das Gefühl, was man da hat an Todtraurigkeit und alles, das ist bei jedem Entzug mit dabei. Wollte ich nur mal so am Rande erwähnt haben. Und ja, dieser scheiß Kurin, was damals in den 80er Jahren verteilt worden ist und das Ganze mit der Dungedöns, das ist nicht das Richtige. Gibt es den Leuten das, was sie eigentlich haben wollen?
und helft ihnen dann, wenn sie soweit sind, beim Ausstieg. Weil es ist furchtbar langweilig, wenn man es einfach immer haben kann. Man möchte es dann gar nicht dauernd. Irgendwann will man dann schon raus. Und wenn nicht, wenn einer sich dafür entscheidet, bitte, dann lass die Person doch. Ja, dann muss man psychosozial betreuen. Also es gibt genug Arbeitsplätze dann. Und ja, ich verstehe das nicht. Herr Frede, mich schon wieder in Rage. Ja. Ja, Leute, nächste Woche erzähle ich euch dann, wie es war mit meiner Stammaufnahme. Und ja, mal sehen. Bis dahin, peace out.